Guten Morgen, meine Lieben. Bei uns ist schon richtige Hektik hier in der Küche. Wir machen uns nämlich gerade Saft im Entsafter. Da war bei dir schon Karotten geschält, Selleriestangen gewaschen und Äpfel und Birne. Was ist da drinnen? Ein Apfel? Nein, Apfel. Warte mal, was aus einem Apfel rauskommt, das ist eine Viertel, oder? Ja. Kann ich noch reingeben? Ja, da kann ich. Nein, nicht mal klären. Das geht sich da nicht aus? Oh ja, aber die Maschine tut sich schwer. Oder wenn ich das so reingebe? Nein, das tut sich schwer. Machst du wirklich so klein? Musst du so klein sein? Ja, weil sonst tut sich die Maschine schwer. Machst du auch sehr leicht ab, Fabrik? Die Luisa hat sich schon angezogen. Wo gehst du denn hin? In den Ozean. Oh, wirklich? Ja. Sagst du dem Patrick, ob er mit dir eine Runde schaukeln geht? Bist du abgeschnitten? Ja. Hier öffnen, wieder verschließbar. Das hockt erst jetzt. Also, das ist unten zu unweit umgeschnitten. Machen wir so einen Löffel. Ist mir noch ein Weg? Ja, das ist draußen voll kalt. Warte, ich mich jetzt. So, kalt ist. Das ist für Luisa. Das ist Apfelsaft, ja? Willst du auch Apfelsaft? Ja. Das heißt ja, bitte. Ja, bitte. Schmeckt's, Lara? Sehr brav. Frisch gepresster Apfelsaft ist das Beste, oder? Das ist lecker. Das ist der Apfelsaft. Das ist der Apfelsaft, ja. Boah, schaut mal, wie viel Müll überbleibt. Aber ich habe die Kaffee ja. Ah, die presst nicht so gut, da hätte noch mehr pressen müssen. Meinst? Ja, ja. Das ist noch nass. Und nass ist so oder so, aber die Kinder trotzdem nicht ganz so gut. Aber die Hühner freuen sich auch da drüben. Ja. Weil das kommt ja alles bei uns zu den Hühnern. So, ich bin jetzt wieder alleine in der Küche, muss jetzt hier die Küche aufräumen. Die Kinder sind, Patrick ist runtergegangen, er macht jetzt Hausaufgaben. Und ich gehe jetzt mit Michelle, Lara und Luisa in den Garten. Die Michelle macht ihre Hausaufgaben draußen. Aber vorher möchte ich noch die Küche aufräumen. Ich zeige euch mal, wie die ausschaut, nämlich noch ein bisschen. So, Geschirrspüler werde ich gleich einräumen. Die Michelle zieht mir währenddessen die Luisa an und die Lara, die kann sich schon alleine anziehen, damit wir danach, wenn ich fertig bin, gleich rausgehen können. Und ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier mal schnell klar Schiff und dann gehen wir raus. Ich bin jetzt schon ready, Küche habe ich aufgeräumt, Geschirrspüler habe ich eingeräumt, Tisch abgeräumt. Und jetzt gehen wir raus. Komm, hast du deine Weste nicht an? Müsst du deine Weste, nimm sie mit zumindest. Die Michelle und die Luisa sind schon draußen. Genau. Und die zwei wollen auch mit, aber die müssen noch kurz im Haus bleiben. So, wie ihr sehen könnt, sind wir schon draußen. Muss aber leiser machen, gell, Lara? Die Michelle muss Hausaufgaben machen. Die Lara darf hier ein bisschen am iPad spielen. Die Michelle macht Hausaufgaben. Ich habe auch meinen Laptop mitgenommen und werde mich dort in die Muschel reinpflanzen. Weil ich arbeiten muss, Lara. Die Hunde sind da. Die Lisa ist hier. Was machst du? Schießen mit Steine. Ja, ich werde mich hier in die Muschel reinsetzen. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz heute. Cool, ne? Der Patrick ist unten, macht unten Hausaufgaben. Der Papa ist jetzt kurz weggefahren, weil heute ist, wie heißt's? So, Sperrmüll. Bei uns im Ort offen. Das heißt, man kann so Sperrmüll wegbringen und wir hatten da am Haus entlang so viele Sachen, die wir ja entsorgen mussten. Der Papa hat nämlich das Gartenhäuschen ausgeräumt. Ja, und die bringt er jetzt schnell weg. Hey, Emmy! Sie ist mit meinem Patschen davon gelaufen. Och nee! Michelle Blitte, hilf mir! Oh nein! Ist egal. Brauchst du Hilfe? Ja, schauen wir mal, was die Michelle will. Ist egal, Michelle, lass ihr den Schuh.
Die Emmy hat meinen Batzen gestohlen. Ja, möchte ich verstecken. Steck sie lieber da rein. Danke. Ja. So, was brauchst du für Hilfe? Vorratsgefäß. Was das ist? Das ist, wo man sein Essen, zum Beispiel wir tun es immer in den Behälter rein. Man hat Essensvorrat wie Mehl und man steckt sie in so Gläser rein, damit sie... Wo wir die Cornflakes reingeben? Ja. So. Und der Verkaufsladen, ist das wie Hofer oder wie? Genau, wie ein Geschäft. okay. Hi, Schatzi, spielst du schön? Wenn der heiß ist, sag's mir, ja? Sollen wir das ausziehen? Ja, die soll ich. Ausziehen? Oder noch nicht? In der Sonne ist nämlich richtig warm schon. Okay, mach wie du willst. Na gut, ich muss jetzt auf jeden Fall mal das Video für heute schneiden, weil der Papa hat heute in der Früh es nicht geschafft zu schneiden. Deswegen mache ich das gleich. Und schauen wir mal, wie weit ich komme. Kurzen Platzwechsel von mir, weil es war so heiß da drinnen. Es ist richtig so wie ein Griller bin ich da gesessen in einem Backofen. Jetzt bin ich hier zu den Kindern. Der Patrick ist mittlerweile auch schon draußen, macht seine Hausaufgaben hier. Der Papa ist wieder da. Und was ist denn bei euch für ein Stress? Die Luisa hat, der Papa hat gestern den Baum... Ja, hat sie gesagt? Wer hat das kaputt gemacht? Wer hat das kaputt gemacht? Dabei warst das doch du, du kleine Babymaus. Ich hab dich gesehen. Jetzt will sie die Sophie haben. Ist das kaputt? Hast du es kaputt gemacht? Das warst du. Du, schau, wie sie auf die Sophie zeigt. Sie hat gekackt. Sie hat gekackt? Ja. So, und ich werde jetzt hier mein Video weiter schneiden, weil dort hot Mama. Was machst du denn, Patrick? Für welches Fach machst du das? Zeichnen? Ich muss cooles Malen. Hat er schon mal gemalt. Und das auf einmal. Wieso musst du das nochmal machen? Nein, das war freiwillig. Ach so. Oder hast du... Michael, was machst du für ein Fach? Deutsch. Sehr gut. Ich schneide jetzt gerade das Video von gestern und ich rufe ja den Papa, das wisst ihr, ne? Und er ruft ja mich Mama. Also ist ja nicht nur so, dass ich ihn Papa rufe und er nennt mich beim Namen, sondern er sagt ja auch Mama zu mir. Und gerade in diesem Vlog ist mir das jetzt wieder aufgefallen, weil wir heute so oft Papa und du sagst ja Mama. Und ich bekomme so oft Kommentare von manchen. Eine schreibt so, ich finde das sehr befremdlich, dass du deinen Mann Papa nennst. Ich meine, kannst du ihn nicht beim Namen nennen? Da gibt's, wo ich mich frage, wieso darf ich denn nicht meinen Mann so nennen, wie ich will? Und damit es auch... damit ihr es vielleicht nachvollziehen könnt, ich erkläre es euch mal. Also, in Rumänien, ich weiß nicht, ob es nur in Rumänien ist, ich glaube, voll viele haben mir auch geschrieben, dass sie das auch machen. Meine Eltern haben sich auch Mama und Papa untereinander genannt, vor den Kindern einfach immer ständig. Und man gewöhnt sich daran einfach, dass man ihn dann so ständig ruft. Ich rufe meinen Mann sehr, sehr selten beim Namen. Oder er mich auch beim Namen, kaum. Außer wir sind vielleicht, keine Ahnung, sehr selten. Meistens wirklich Mama und Papa. Und ich finde es nicht schlimm. Also ich bin so aufgewachsen. Wie war es bei dir? Haben sich deine Eltern bei Mama und Papa genannt oder mit Vornamen? Ja, schon so ein Spitzname, aber nicht Mama und Papa. Ja, Spitzname, ja, oder Schatz nenne ich ja, ihn auch sowas, manchmal. Ja. Aber ich kann nicht zu euch sagen, ich gehe dann zu meinem Schatz und ich sage, ich gehe zum Papa, weil es einfach so schneller geht, weil ich mit den Kindern genauso kommuniziere. Also ihr könnt, ich gehe zum Johann. Das will ich nie sagen. Jetzt kennt ihr euch aus. Falls es noch Fragen gibt, dann immer her damit in die Kommentare. Zeig mal dein Eis. Die Luisa hat jetzt ein Pepperwood-Eis, oder? Ja, Pepperwood. Ich hab Pepperwood auch so gestern. Mein Pepperwood. Ja, es ist eins. Pepperwood will sterben. Will sterben, ja. Die Luisa ist ein Pepperwood-Vernascherin. Ist das lecker, Babygirl? Oh. Sehr gut, Michael. Kräftiger. 1, 2, 3. Und? Wie ist das Leben am Land? Anstrengend. Anstrengend. So, meine Lieben, Video ist geschnitten, ladet gerade hoch und wir haben uns jetzt ganz spontan dazu entschlossen, heute zu McDonald's zu fahren, weil unser McDonald's in Österreich hatte ja zugehabt, auch dieser McDrive und McDelivery nicht. Und jetzt fahren wir
bei uns hier im nächsten Nachbarort. Mal schauen, ob viel los ist, weil ich habe auf Facebook so einige Videos aus Wien gesehen, dass da richtig die Luzi abgeht, dass man sogar richtig lange anstehen muss. Ich glaube 45 Minuten. Das ist schon fast eine ganze Stunde. Ja, deswegen wir probieren unser Glück. Schauen wir mal. Wir werden es sehen, wir werden euch mitnehmen. Ja, also, let's go. Oh mein Gott, wir fahren das erste Mal wieder Auto seit, weiß ich nicht wie lange. Freut ihr euch? So, wir freuen uns. Auf McDonald's. Yeah. Man sieht den Papa gar nicht. Freust du dich auch, Papa? Das ist so irgendwie das erste Mal. Auch, dass wir so als Familie wo rausfahren, ist irgendwie so, oh mein Gott, wie schön ist das? Weil Ausflüge und so. Ich bin frei, ich bin frei. Bei McDonald's bestellen im Jahre 2020. Krass, oder? Seit 2030 mit einer Tüte auf dem Kopf. Voll ab, ich habe mir die Sachen durchgelesen, wie die Leute vorgehen müssen beim Friseur. Wimpern färben und so. Oder Bart schneiden, dürfen die Friseurinnen nur mal mit so einer Vollgesichtsmaske. Das ist also wie Schweißgerät für eine Maske. Voll arg. Wisst ihr, was ich cool finde? McDonald's hat jetzt Papier, Strohhalme eingeführt. Ich glaube, irgendwo habe ich das in einem Vlog gesehen. Bei jemandem in Frankreich gab es das schon. Wir sind wieder nach Hause gekommen und alle Kinder, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, weil ich sehe leider nichts am Display. Sind voll jetzt hier. Die Amy ist gerade richtig liebesbedürftig. Und alle. Also ich mag das, weil wir waren jetzt nicht. Ja, die hat sich jetzt so gefreut, dass wir nach Hause gekommen sind. Weil die kennt es ja normalerweise nicht, dass wir nicht da sind. Weil seitdem wir die Amy haben, waren wir alle immer ständig zu Hause. Ja, und zwar sie gerade so richtig liebesbedürftig. Schaut euch mal das an. Da wird hier nicht gechillt, sondern hier wird gearbeitet. So tüchtig. Volle Mannschaft, oder? Wirklich. Danke. Schaut euch mal das an. Wer hat das gemacht? Die Lara hat das gemacht? Die Lara, das ist zu viel. So schön. Papas Garten. Hast du eigentlich hier schon umgegraben, Papa? Aber nicht eingefangen. Lara, ich hab das schon gemacht. Ja, das sehe ich auch, aber. Morgen. Kann ich nichts machen? Morgen gehst du dann zum Gartengeschäft oder zum Blumen? Wir brauchen nicht extra Farbe für einen. Du magst auch malen? Ja. Papa, die Luisa mag auch. Ich habe keine Pinsel mehr. Hi. Gib ihr deinen. Ihr kann auch nicht Pinsel machen. Ihr kann auch nicht. Ein bisschen. Wir die Lisa gibt sich mal ihre professionelle Brille. Genau, das ist Tropfen. Mach mal bei der Hand. Bitte schön. Alle bitte einmal. Die kleinste mit dem größten Pinsel, ob das eine gute Idee ist? Falsch, warum malst du das nochmal an? Das schadet nicht. Ja, so gehört das, Michelle. Oh, super. Hör auf Profi. Schaut euch die Lisa. Kann ich nicht mal? Doch. Luisa? Wow. Wow. Schau mal, Luisa. Ich habe für dich auch Farbe und einen Pinsel. Geh zum Papa, der kann das aufmachen, ja? Ja! Danke, sie ist so happy. Ich habe das ein bisschen angemalt, aber das geht schon, oder? Es geht. Keine Brille? Ja. So, eine ist offen. Luisa, komm mit. Nimm die Farbe. Das kannst du die Mama geben. Lila? Magst du es zusammenmischen? Ja. Papa, kann ich auch das dann machen? Das musst du auch anmalen. Lara. Macht nichts. Die Lara wollte jetzt auch malen. Hier das Haus. Ja, viel, Papa. Viel lustig. Das ist der Haus. Oh, schön. Oh wow, so schön blau mit Glitzer. Lisa, nein. Was ist beim Papa? Gehst du deine andere Seite? Lass sie auch mit dir zusammen malen. Das ist aber nicht, ich finde das dann nicht schön. Okay, das machen wir eh irgendwie, oder? Nein. Lara, das Fenster hat zwei Flügel. Dann mal du den anderen Flügel an, okay? Mhm. Bitte schön, nimm deine Farbe. Mhm. Du ihn auf diesen rosanen. Ey, du hast mich angepatzt. Macht nichts. Nein. Auf den rosanen Sessel. Ja, und jetzt mal. Michelle, die Luisa muss kurz durch. Die Biotonne muss weg. Wie die Luisa singt, oder? Lala, la, 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 happy. Das ist ein ekliges Lied. Das ist kein ekliges Lied. Luisa, deine Farbe ist hier, okay? Ja. Schau, Mom. Schau. Ferrara. Ja, schau.
Ah, ich hab schon eine Idee. Oben da. Wow, so schön macht ihr das. Das macht ihr nicht klar, das kann man wegwaschen. Das ist Acrylfarbe. Kennst du noch Andrew Agassi Badringer, oder? Oder Thomas Muster? Thomas Muster? Wie Max Mustermann? Kennst du Thomas Mustermann, oder? Kennst du Max Mustermann? Nein, aber ich kenne Thomas Muster. Arbeiter bei der Bank. Das ist der mit dem Müllbankomat. Ja. Der hat überall eine Bankomat. Die meisten Erlerscheine zu bezahlen. Der hat überall eine Kreditkarte oder... Ja. Eine Kundenkarte. Schlafen gelegt und ich werde mich jetzt auf vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder.